Das ist Tinder, erklärte er auf meinen fragenden Blick. Musst du dir unbedingt mal runterladen. Er wollte noch etwas sagen, wurde aber abgelenkt, als sein Handy erneut vibrierte. Guck dir mal die Lippen an. Wir haben noch nicht geschrieben, aber wir matchen. Also es ist halt, wie gesagt, so zum... Es ist gut, um was zu suchen, da findet man auf jeden Fall was, weil die meisten auch letztendlich so viel unterwegs sind. Und wie war es mit Claudia, fragte ich Philipp, als ich ihn eine Woche nach der Gartenparty zufällig auf der Straße traf. Wer ist denn Claudia? Fragte er. Aber ich glaube halt auch, dass Leute, die wirklich auf der Suche nach einer Beziehung sind und sich auf Leute einlassen, die auch auf der Suche nach einer Beziehung sind, wirklich jemand finden. Also Online-Dating ist voll im Leben angekommen. Das hat einen gewissen Konsumcharakter. Es ist ein bisschen wie im Supermarkt. Man etikettiert, tut man aber im wahren Leben auch. Man präsentiert sich, sucht sich aber genauso von sich aus auch Leute so aus. Ja, das sind die Hoffnungen, die geweckt werden, dass sozusagen über diese Online-Portale jeder sein Deckelchen findet. Die Verantwortung liegt eigentlich eher bei dem Produkt, zu sagen, dass wir ein sicheres Produkt bauen, was mit Daten gut umgeht und dem Nutzer den Mehrwert bringt, den er gerne haben möchte. Ich glaube persönlich, dass durch Mobilfunknutzung, durch Handynutzung eine gewisse Erwartungshaltung beim User geschaffen worden ist. Es muss schnell gehen, es muss immer verfügbar sein. Also Liebe ist tatsächlich ein sehr historisches Gebilde und kulturell und natürlich auch geschichtlich immer wieder im Wandel gewesen. Ich finde es schon schwierig, sich nur auf diese Apps zu verlassen. Man muss sich treffen, erst dann sieht man, ob die Chemie stimmt. Also die Dating-Plattformen sind mir natürlich nicht fremd, aber das reale Leben ist auch nicht ganz uninteressant. Eher Dating-Portal. Der klassische Weg. Wir besuchen Singles zu Hause und porträtieren die, erstellen schöne Fotoserien von denen. Die Jule, die ist Top-Fotografin, die macht das. Und ich schreibe einen längeren Text über die. So ein bisschen witzig, ne, nicht so verklemmt. Das heißt, die müssen sich nicht selbst darstellen, sondern wir machen das für die. Ich habe das einfach nicht nutzen müssen. Ich habe da überlegt, auf so ein Portal zu gehen, aber dann dachte ich so, ich bin ja nicht bescheuert. Ist es jetzt schon so weit, dachte ich mir. Ich finde aber dennoch Tinder sehr spannend zum Beispiel.